Vielen Dank, Herr Kollege Rumbach. Nunmehr hat sich auch noch Frau Kollegin Wissler für die Linken gemeldet, und Sie haben das Wort. Nein. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir diskutieren über die Frage Digitalisierung der Museen auf Antrag der FDP. Und ich habe mir im Vorfeld mal angeschaut, dass der Deutsche Museumsbund hat im Jahr 2018 eine Umfrage gemacht bei den regionalen Museumsverbänden zum Stand der Digitalisierung. Und das Ergebnis ist, ich zitiere am besten, das Resultat ist verheerend. Insgesamt ist der Stand der Digitalisierung in den deutschen Museen stark ausbaufähig. Also, wir haben da wirklich durchaus einigen Nachholbedarf. Und das hören wir ja auch seit vielen Jahren auch vom Museumsverband in Hessen. Hören wir ja seit vielen Jahren immer wieder, dass in dem Bereich einfach zu wenig passiert. Und von daher ist es ja richtig und gut, dass wir darüber heute diskutieren. Was fordert der Deutsche Museumsverband? Was sagen die aus ihrer Sicht, was die Museen brauchen? Und das Erste, was sie fordern, ist, dass es wirklich einmal eine langfristige Strategie geben muss. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass wenn wir über Digitalisierung reden, ob wir jetzt im Bereich des Films, im Bereich der Museen, in anderen Bereichen, es sehr oft an Projektmittel gehängt ist. Also, dass Gelder dann projektmäßig ausgegeben werden, aber es einfach keine langfristige Strategie gibt und Projektmittel einfach erschweren die langfristigen Vorhaben der Museen, dass man eben keine langfristige Planungssicherheit hat. Deswegen glaube ich, weg, das gilt nicht nur für den Bereich, auch in anderen Bereichen, weg wirklich von dieser Projektfinanzierung hin mal zu einer langfristigen Strategie. Weil Digitalisierung ist eben ja nicht eine einmalige Aufgabe, dass man sagt, jetzt digitalisieren wir jetzt mal alles durch und das ist fertig, sondern das ist ja eine permanente Aufgabe, weil sich Dinge weiterentwickeln. Kollege Rumbach hat gerade darauf hingewiesen, weil sich Digitalisierungstechniken verändern. Von daher muss die Frage der Digitalisierung dauerhaft in die Strategie und eben auch in die Finanzierung mit berücksichtigt werden. Zweiter wichtiger Punkt ist, wir brauchen ja auch eine auch die Frage Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil das natürlich voraussetzt, dass es eben auch geschultes Personal gibt, dass es neue Anforderungen sind. Auch das ist ein Bereich, den die Museen, wo die Museen deutlich machen, da muss etwas passieren. Und auch im Bereich Rechtssicherheit. Auch hier gibt es ja eine ganze Menge offene Fragen, Urheberrechte, wo die Museen sich Unterstützung wünschen. Und das Wichtigste, und ich glaube, das ist das Zentrale, ist natürlich die Frage der zusätzlichen Ressourcen. Und wenn man die Digitalisierung ernsthaft angehen will, und ich glaube wirklich, es gibt keinen Dissens in diesem Haus jetzt, dass die Digitalisierung der Museen angegangen werden muss. Aber ich glaube, die Frage ist ja, was folgt daraus und wie macht man das, wie kann es praktisch umgesetzt werden? Und da glaube ich auch, dass die Mittel, die dafür eingestellt sind, natürlich vorne und hinten nicht ausreichen, um eben da auch mal wirklich ein bisschen voranzukommen. Und deswegen glaube ich, müssen wir insbesondere auch über die Ressourcen reden. Und deswegen, es geht ja überhaupt nicht darum, den Museumsbesuch zu ersetzen und dieses also auch ein gemeinsames Erlebnis gemeinsam. Natürlich ist das etwas vollkommen anderes, gemeinsam vor einem Kunstwerk zu stehen, einem Bild zu stehen und es gemeinsam zu diskutieren. Und ist ja völlig was anderes als jetzt ein virtuelles Museum alleine für sich zu Hause sich anzuschauen. Deswegen geht es ja nicht um die Debatte, nicht um die Frage, den Museumsbesuch zu ersetzen, sondern bei der Digitalisierung geht es ja darum, Dinge zusammenzubringen und sinnvoll zu ergänzen. Und es geht bei der Frage der Digitalisierung ja auch einfach darum, Kunstwerke zu sichern und eben auch für die Nachwelt dauerhaft zu erhalten. Ich finde den Punkt der Frage von Zugänglichkeit von Museen und Kultureinrichtungen einen wichtigen Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch in dem Bereich das hier hilfreich sein kann, weil wir natürlich uns auch die Frage umtreibt, wie kann man garantieren, dass alle Menschen einen Zugang zu Kunst und Kultur haben, dass sie sich das sowohl leisten können, als auch, dass der Zugang dazu geweckt wird. Auch hier bietet die Digitalisierung sicher einige Chancen. Ich fand zum Beispiel, es gab ein sehr schönes Projekt, ich weiß gar nicht mehr genau, von wem das war, so ein
wo man sich anmelden konnte und im Revolutionsjahr 1919 der Bayerischen Räterepublik jeden Tag gucken konnte, hat quasi Kurt Eisner, erster Ministerpräsident in Bayern, jeden Tag erzählt, was er quasi an diesem Tag erlebt hat, was so ein Geschichtsprojekt war, aber sehr praktisch eben gemacht hat. Ich glaube, das hat man dann aufs Handy geschickt bekommen, aber sehr plastisch eben gemacht hat, wie man eben auch ja, Museum, wie man auch Geschichtsvermittlung ja, auf sehr niedrigen Schwelle auch machen kann. Deshalb muss ich sagen, wenn ich mir die Anträge so anschaue, Frau Kollegin Schmidt, also ich sage mal so, man kann natürlich auch Differenzen konstruieren, wo jetzt, glaube ich, objektiv eigentlich keine sind. Ich habe den FDP-Antrag jetzt auch zweimal kritisch gelesen und keinen Punkt gefunden, was gegen eine Zustimmung spricht, muss ich ehrlich sagen. Bitte, bitte. Also da glaube ich, ist das ein bisschen in den Krümmeln gesucht, jetzt irgendwie zu schauen, wo da jetzt irgendwie die Abweichung ist, weil ich meine, in Ihrem Antrag steht wesentlich auch nichts anderes drin. Aber gut, das ist eine eigene Debatte, ob eine Regierungsmehrheit die Souveränität hat, auch mal einem Oppositionsantrag zuzustimmen, soll jetzt hier nicht das Thema sein. Deswegen ein Letztes. Die AfD hat über Leitkultur gesprochen. Ich will mich dazu gar nicht weiter auslassen. Aber Sie haben uns ja alle als regenbogenaffine Fraktionen angesprochen. Das finde ich jetzt nicht weiter beleidigend. Die meisten Menschen freuen sich ja auch, wenn sie einen Regenbogen sehen, Sie vielleicht nicht. Ich will nur feststellen, dass der Regenbogen Ich will nur einfach mal feststellen, in einem Regenbogen gibt es Platz für ganz, ganz viele Farben, und die Farbe Braun ist nicht dabei im Regenbogen. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Und nunmehr für die CDU-Fraktion Kollege Hofmeister. Auch Sie haben 10 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich mit einigen Anmerkungen beginnen, die die Komplexität der von den Kollegen der FDP aufgerufenen Frage der Digitalisierung in Museen verdeutlichen sollte. Dass wir hier in Hessen unzweifelhaft über eine reichhaltige und abwechslungsreiche sowie attraktive Museumslandschaft verfügen, da sind wir uns, glaube ich, nach den Beiträgen auch soweit alle einig. Die Spannbreite ist dabei enorm. Sei es mit Blick auf die Trägerschaft, ob nun staatlich, kommunal oder privatrechtlich, sei es von der Größenordnung der jeweiligen Häuser oder sei es, und das ist natürlich einer der Hauptaspekte, von der Themenpalette der Sammlungen und Bestände. Universalmuseen wie das Landesmuseum in Darmstadt bilden starke Anker in der hessischen Kunst- und Kulturlandschaft. Aber die Attraktivität und Reichhaltigkeit in der Fläche machen die vielen weiteren Einrichtungen erst aus. Ich nenne beispielhaft das Lahn-Marmor-Museum in Villmar in meinem Wahlkreis, oder das Deutsche Feuerwehrmuseum in Fulda, oder das Hugenottenmuseum in Bad Karlshafen. 3 Museen mit unterschiedlichsten Schwerpunkten und Hintergründen, aber jeweils für sich genommen bedeutende Kulturträger in Hessen. Eines haben, wenn man dann das Landesmuseum als Beispiel dazu nimmt, alle 4 beispielhaft genannten Einrichtungen gemeinsam. Sie einen die Kernaktivitäten von Museen, die da sind, sammeln, bewahren, forschen, dokumentieren, ausstellen und vermitteln, und dies aufgrund der Themen, Größenordnung und personellen Ressourcen der Häuser sicher mit unterschiedlichen Schwerpunkten, jedoch grundsätzlich immer das eint sie auch, als Orte der Kultur, des Austausches, des Lernens und nicht zuletzt auch der Begegnung. Das sollte immer auch in diesem Aspekt mitlaufen. Und über die Jahrzehnte haben sich Präsentations-, Sammlungs- und Vermittlungsformate natürlich stetig verändert, sodass Museen, egal welcher Größenordnung und Themensetzung auch immer, wieder daran arbeiten müssen, ihre Ausstellungen für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen attraktiv zu halten. Attraktiv zu halten als, und das sei ausdrücklich festgestellt, analoge Orte der Wissensvermittlung und der Sammlungstätigkeit. Das Analoge sollte nicht immer nur kleingeredet werden an der Stelle. Es gehört auch dazu, zu Museen. Denn das Anfassen, das Erleben, kommen wir gleich noch zu, ist etwas, was diese Museen auch gerade so attraktiv macht. Und deshalb die enorme Herausforderung, wie man Ausstellungen attraktiv hält, dass das unsere Museen in der Fläche so gut hinbekommen, das ist auch ein Verdienst des Hessischen Museumsverbandes, der seit mittlerweile 91 Jahren eine sehr wertvolle Arbeit in der Fläche leistet.
Und an dieser Stelle mal herzliches Dankeschön an die Museumsberaterinnen und Berater des Verbandes, die wirklich eine hervorragende Arbeit leisten. Wir können das jedes Jahr beim Museumsverband erleben, dass diese Arbeit wirklich wertgeschätzt wird und dass vor Ort ganz konkret am jeweiligen Haus orientiert geschaut wird, wie passen Konzepte auf eure spezielle Herausforderung. Die Museen eint natürlich insgesamt, und das ist klar, die Frage, wie lässt sich Digitalisierung sinnvoll, möglichst passgenau auf die eigenen Bestände und unter Berücksichtigung, das ist schon angesprochen worden, der personellen, finanziellen und technischen Ressourcen umsetzen. Instrumente der Digitalisierung, ob nun die mittlerweile schon klassische Internetseite, Präsenzen in sozialen Netzwerken, aber auch gerade Datenbanken für den möglichst offenen Zugang zu Wissen und kulturellen Inhalten, bieten neue Ansätze, um mit Besuchern und Nutzern in Kommunikation zu treten. Wobei im Gespräch mit Museumsschaffenden auch immer wieder deutlich wird, dass Digitalisierung nicht alles ist. Ein übermäßiger Einsatz digitaler Medien birgt die Gefahr, klassische Inhalte der musealen Einrichtungen in den Hintergrund rücken zu lassen. Und deshalb geht es da um kluge Konzepte, die nicht von oben herab aufoktroyiert werden, sondern darum, jeweils angepasst auf das jeweilige Bedürfnis des einzelnen Hauses zu agieren. Und eines sollte doch eigentlich unstreitig sein. Museen, deren Inhalte, Sammlungen, Bestände wirklich zu erleben, das kann man nur durch persönliche Besuche. Zur Vor- und Nachbereitung von Besuchen, für Recherchezwecke und zur Vertiefung von Inhalten bieten digitale Instrumente ohne jeden Zweifel hochinteressante Möglichkeiten. Sie lassen sich in den Unterricht, in den Schulen einbinden. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, hier zu vertiefen. Aber an sich, der Besuch ist zu erleben. Das ist doch, was es ausmacht. Und sind wir doch ehrlich, die großartigen Werke der alten Meister im Schloss Wilhelmshöhe werden ihre volle Wirkung erst dann entfalten, wenn man vor ihnen steht und sich von der künstlerischen Exzellenz Rembrandts oder Rubens einnehmen lässt. Oder denken wir an die Elfenbeinschnitzereien in Erbach im Odenwald. So wichtig die digitale Erfassung ist und so schön ein Foto aufgenommen wurde, die Wirkung dieser Handwerkskunst wird sich doch erst erschließen, wenn man davor steht und es genau betrachtet. Und dann nehme ich noch ein Beispiel oder zwei Beispiele. Die Kristallhöhle Kubach oder die Grube Fortuna, die leben davon, dass die Menschen die Atmosphäre unter der Erde aufnehmen und erfühlen, was Erdgeschichte ausmacht oder was im Bergbau geleistet wurde. Und ich bringe es einmal auf einen kurzen Satz. Gefühle sind eben oftmals doch wichtiger als Bits und Bytes. Meine Damen und Herren, die Kleine Anfrage der FDP, Digitalisierungsstrategie für Museen und Möglichkeiten der digitalen Inventarisierung, hat ja bereits diverse Hinweise erbracht, in wie vielen Bereichen in der hessischen Museumslandschaft Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt werden oder in Planung sind. Und Herr Dr. Naas, Sie haben vorhin über die Frage gesprochen, warum wir einen eigenen Antrag eingebracht haben. Na ja, gucken Sie sich dann doch noch einmal in Ruhe, gerne mit uns gemeinsam im Ausschuss, die Schwerpunktsetzungen an und auch die Formulierungen. Und es kommt eben bei diesem durchaus sensiblen Bereich, weil es eben nicht das eine Digitalisierungskonzept für über 400 Museen in Hessen gibt, darauf an, wie es im Detail aussieht. Und Sie schreiben in Ihrem Antrag, ein Maßnahmenkonzept zur vollständigen Digitalisierung der Kunst- und Kulturgüter in Hessen auf den Weg zu bringen. Sie unterstellen damit letztendlich, man könnte es von oben mal als Paket aufsetzen und damit wären alle Fragestellungen erledigt. Nein, das funktioniert so nicht. Und deshalb müssen wir uns da noch einmal vertieft mit beschäftigen. Und es braucht hier sicherlich einen breiteren Ansatz, den wir eben in unserem Antrag auch versucht haben zu erfassen, dass wir eben die einzelnen Aspekte der digitalen Transformation unserer hessischen Museen sowie die Notwendigkeit der Einbeziehung aller Ebenen näher beleuchten und realistische Ziele auch setzen. Intelligente Verknüpfungen verschiedener Datenbanken und das Bereitstellen öffentlicher, interaktiver Nutzerfunktionen bringen neue Möglichkeiten für die Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur und Wissenschaft, so etwa durch eine moderne Darbietung mittels App oder digitales Storytelling, aber eben nicht von oben aufgesetzt, sondern eng entwickelt für und durch die jeweiligen Institutionen. Und ja, als Koalition von CDU und Bündnis 90 Die Grünen wollen wir selbstverständlich, dass eine digitale Strategie, wie in anderen Bereichen auch, gesellschaftliche Entwicklungen von Institutionen begleitet. Die digitale Erfassung von Beständen ist allein aufgrund der Mengen nur in unseren staatlichen Einrichtungen ein Projekt, welches Zeit erfordert. Hier können wir unserem Hessischen Museumsverband und der dortigen Beratung auch dankbar sein, dass die entwickelte Systematik zur Erfassung kulturgeschichtlicher Bestände mittlerweile bundesweit Anwendung findet. Da ist Hessen im Übrigen also auch durchaus ein Vorreiter gewesen. Und es zeigt auch, dass
in dem vom Land finanzierten Fachverband digitale Fachkompetenz vorhanden ist und das Thema digitaler Wandel auch stetig mitgedacht wird. Meine Damen und Herren, Digitalisierung in unseren Museen oder wie es im Titel unseres Antrags genannt wird, den digitalen Wandel begleiten und unterstützen, ist ein langwieriger Prozess und aufgrund der spezifischen Anforderungen der musealen Einrichtungen von besonderer Qualität. Und selbstverständlich sind wir gerne bereit, die Diskussion im Wissenschaft- und Kunstausschuss zu vertiefen, beide Anträge einmal übereinander zu legen und zu schauen, wie wir möglicherweise zusammenkommen. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN die Bedeutung der Digitalisierung in Museen ganz klar benannt und werden dieses Vorhaben auch aktiv begleiten. Und abschließend möchte ich mich bedanken, dass wir mit dieser Debatte für eine Stunde auch einmal ein Stück weit Werbung für unsere attraktive hessische Museumslandschaft machen konnten. Ich finde es erfreulich und fördert hoffentlich das Bewusstsein, dass das unmittelbare, persönliche Erleben durch einen Museumsbesuch selbst durch noch so gute Digitalisierungsprozesse nicht zu ersetzen ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmeister. Damit ist die Runde der Fraktionen beendet. Ich darf einmal kurz unterbrechen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Präsident hat heute sehr viele ehrenwerte Vertreter aus anderen Ländern eingeladen. Und ich begrüße ihn gemeinsam mit dem Generalkonsul der Arabischen Republik Ägypten, Herrn Tah, mit dem Generalkonsul der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien, Herrn Fekadu, mit dem Generalkonsul der Volksrepublik China, Herrn Sun, dem Honorarkonsul des Königreichs Dänemark, Herrn Hermann, den Generalkonsul von Georgien, Herrn Diasamitze, den Generalkonsul der Republik Korea, Herrn Kolm, die Konsulin der Republik Kosovo, Frau Musliu, die Honorarkonsulin der Republik Litauen, Frau Gilete Hein, die Generalkonsulin von Sri Lanka, Entschuldigung, Frau Weniger, und den frisch gekürten Honorarkonsul von Ungarn, Herrn Illing. Sind Sie alle herzlich im Hessischen Landtag willkommen. Wir fahren dann fort in der Debatte und ich darf die zuständige Staatsministerin Frau Dorn bitten, zu uns zu sprechen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehrengäste! Ich freue mich über diese tiefe und breite Debatte, die ja trotz aller Nuancen eine Menge Gemeinsamkeiten vorangebracht hat. Und ich glaube, es wird auch eine spannende Debatte dann im Ausschuss. Mal schauen, ob wir zueinander kommen. Ich versuche einmal in der Rede ein bisschen zu zeigen, an welchen Stellen zumindest der Antrag aus unserer Sicht ein bisschen vom eigentlichen Thema sozusagen dann abgelenkt hat bzw. Schwierigkeiten bereitet hätte. Aber vielleicht sind wir ja gar nicht so weit auseinander, wie wir erst dachten. Ganz einig sind wir uns, dass Hessen wirklich eine sehr, sehr vielfältige Museumslandschaft hat. Sie haben es gesagt, Herr Naas, über 400 Museen, zahlreiche kulturelle, zahlreiche historische Schätze. Und diese Museen sind alle für sich ganz einzigartig. Sie unterscheiden sich in den Themen, in der Größe, in der Organisationsträgerschaft. Die Hälfte davon ist ungefähr in öffentlicher Trägerschaft, die andere Hälfte in privater. Und von den öffentlichen sind es vor allem eine ganze Menge in kommunaler Trägerschaft. Und jedes Museum ist wirklich einzigartig und hat deswegen auch ganz individuelle Bedürfnisse, wie es die Zukunftsherausforderungen angeht. Und da ist Digitalisierung eine wichtige, aber eben auch nur eine davon. Und da, genau in diesem individuellen Weg, wollen wir die Museen unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied, den wir ausgemacht haben. Die Frage, gibt es ein ganzheitliches Konzept für alle? Wir glauben, nein. Es muss sehr individuell sein und sehr stark im Dialog mit den einzelnen Museen. Aber vielleicht, zumindest in der Rede von Herrn Dr. Naas, habe ich gemerkt, möglicherweise kommt es im Antrag sozusagen, haben wir auch etwas missverstanden. Zu Recht fordern Sie, die Freien Demokraten, und das haben jetzt auch viele andere in ihren Reden zum Ausdruck gebracht, dass wir die Museen bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen müssen bei der Digitalisierung. Ja, die Digitalisierung ist eine wichtige Aufgabe. Ja, wir werden die Museen unterstützen. Wir unterstützen sie auch bereits. Und gleichzeitig, und das finde ich, hat auch Herr Hofmeister und Herr Kumbach gut zum Ausdruck gebracht, natürlich ist das nur ein Bereich. Und es ist immer wichtig, dass wir die Museen
in ihrer Präsentation vor Ort in der Realität genauso unterstützen. Beides ist meistens in der Kombination besonders wichtig. Und nicht zuletzt gerade, und dafür ist die Digitalisierung dann wieder wichtig, für die wissenschaftliche Aufarbeitung und die vielen Objekte, die eben nicht im Moment ausgestellt werden, dafür ist die Digitalisierung eine ganz besondere Chance. Und die gehen wir an, meine Damen und Herren. Und wir haben jetzt speziell für die Digitalisierung in den Museen im letzten und diesem Jahr über 700.000 € bereitgestellt. Und dazu kommt noch die allgemeine Förderung an kommunale, private Museen, wo man natürlich immer auch Projekte fördert, die auch mit der Digitalisierung zu tun haben können. Und einige haben es schon zu Recht herausgestellt, ganz wesentlicher Partner ist hier der Hessische Museumsverband. Er vertritt die Museen, er ist Interessensvertreter, er ist erster Ansprechpartner, erster Berater, für uns auch erster Ansprechpartner für viele Dinge. Und genau die erarbeiten gerade Vorschläge zur landesweiten Stärkung der Digitalisierung. Da sind wir sehr, sehr dankbar darum. Und Frau Kollegin Wissler, Sie hatten auch über Weiterbildungsangebote gesprochen. Auch das passiert genau hier im Hessischen Museumsverband. Was dort auch gemacht wird, dass mit dem länderübergreifenden Portal museumdigital.de, dass dort sozusagen angestrebt wird, die vielen Museen dort heranzubringen. Das ist ja häufig wirklich auch kleine Museen, und da braucht man eine Niedrigschwelle Zugangsweise. Und da ist Museum Digital eigentlich als länderübergreifendes Portal sehr, sehr gut. Und ich glaube, und das kam ja auch in allen Reden zum Ausdruck, ich kann wirklich für das ganze Haus danken. Frau Dr. Kümmel und ihrem Team für diese wirklich unermüdliche Arbeit, für die vielen kleinen und größeren Museen in diesem Land. Das ist wirklich eine wirklich besondere Arbeit. Und ohne die wäre unsere Museumslandschaft lange nicht so vielfältig. Und die Digitalisierung ist eine komplexe Aufgabe, eine sehr herausfordernde Aufgabe und eine, die man wirklich als langfristigen Prozess verstehen muss. Und dabei sind wir auf einem guten Weg, aber die Wahrheit ist auch, wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Und das bedeutet auch, wir können nicht alles gleichzeitig angehen. Das heißt, wir brauchen eine Priorisierung. Und wenn wir jetzt mal diesen einen großen Bereich der Bestandsdigitalisierung nehmen bei den Museen, das ist sozusagen das eine wesentliche Standbein, dann müssen wir das mit einer ganz klaren Systematik angehen. Und da sind wir uns anscheinend einig. Das heißt, das finde ich sehr wichtig. Denn der erste Schritt muss immer erst einmal die digitale Erschließung sein. Also, wir reden hier von sehr umfangreichen Datenbanken, die langsam sukzessive die Kataloge in Papierform, in Karteikartenform ersetzen soll oder überhaupt erst aufbauen soll. Also, alleine dies ist sozusagen erstmal die Grundlage von allem. Und dann geht es im zweiten Schritt um diese sogenannten digitalen Abbilder. Und auch da reden wir nicht nur von hochwertigen Fotografien, auch das ist ja alleine schon ein Riesenthema. Wir reden auch über Filme, über 3D-Visualisierung. Das heißt, es ist ein wirklich aufwendiger Prozess. Und insofern ist es wirklich eine schwierige Frage. Was hat da eigentlich Priorität? Was steht da im Vordergrund? Steht im Vordergrund das öffentliche Interesse? Steht im Vordergrund das wissenschaftliche Interesse? Steht im Vordergrund der Provenienzhintergrund, der uns ja auch alle sehr beschäftigt, oder der Erhaltungszustand und die Sorge darum, wie wir sozusagen das für die Nachwelt erhalten werden? All das hat für sich genommen eine ganz eigene Berechtigung, und das muss immer abgewogen werden. Und das kann am Ende nur individuell abgewogen werden und sicher nur mit den Kultureinrichtungen. Herr Dr. Naas, wunderbar, Sie nicken. Das war nämlich der Punkt, an dem wir bei Ihrem Antrag gedacht haben. Dann wird es aber schwierig. Ja, wunderbar, weil so ein Gesamtplan zur vollständigen Digitalisierung würde ja das ziemlich erschweren, weil bei einem Gesamtplan zur vollständigen Digitalisierung hätten wir Millionen von Objekten. Und insofern die Priorisierung ist, glaube ich, hier das ganz Wesentliche. Und wenn wir da übereinkommen, wäre das schon mal sehr, sehr gut. Auch schwierig auf den ersten Blick im Antrag, um noch einmal darauf zurückzukommen, was waren so die Punkte, warum ein eigener Antrag, war diese Frage digitales hessisches Objektportal. Da gibt es eine kontroverse Diskussion dafür, darum, ob es wirklich ein eigenes landesweites Portal braucht. So, das ist eine schwierige Frage. Wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, kam auch teilweise zum Ausdruck, wir brauchen möglichst einen guten Zugang zu den zentralen Portalen, die wir ja aufbauen. Bund und Länder bauen gemeinsam die Deutsche Digitale Bibliothek auf. Dann haben wir die virtuelle Bibliothek Europina. Und das ist ja sozusagen unser großes Ziel, dass wir wirklich eine europäische Datenbank haben, eine europäische Datenbank, um wissenschaftlich zu arbeiten mit diesen wunderbaren Objekten. Und insofern ist die Frage, wie schaffen wir den besten Zugang zu diesen zentralen Portalen und die beste Kooperation? Und da ist die Frage,
Und das wird sehr kontrovers diskutiert. Aktuell ist dann ein landesweites Portal das Beste, oder müssen wir die kleinen Portale, die schon existieren, sozusagen sukzessive dazu befähigen, dass man es umsetzen kann? Das sind spannende Fragen. Und insofern sollten wir, glaube ich, im Ausschuss einfach, wir haben jetzt hier schon sehr in die Tiefe gesprochen, im Ausschuss uns vielleicht über diese Punkte noch einmal austauschen und einen Weg für Hessen gemeinsam dann auch entwickeln. Und der andere Bereich, den ich auch für sehr, sehr spannend halte in dem Bereich Digitalisierung von Museen, ist die Frage der digitalen Vermittlung. Auch das kam schon in vielen Reden zum Ausdruck. Auch gerade die Frage der kulturellen Vermittlungsarbeit, der Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche, aber auch für alle, die ein Museum besuchen, als Vorbereitung, als Nachbereitung, als Möglichkeit, sich noch einmal intensiver mit dem einzelnen Objekt auseinanderzusetzen. Und ich glaube, jeder hat bei dem letzten Museumsbesuch sozusagen, da gibt es ja wunderbare Beispiele, das Städel sozusagen ist eins, was wirklich renommiert ist für die ganze Digitalisierungsarbeit, aber auch andere. Also mein letzter Besuch war das Senckenberg-Museum. Und wenn man dann das Fossil des Dinosauriers, was eigentlich immer so gar nicht so beachtet wird, eines der wertvollsten, hat einen schönen Hautabdruck drauf, also was Besonderes. Und das hat immer sozusagen nicht so viel Aufmerksamkeit von den Besucherinnen und Besuchern bekommen. Und jetzt nimmt man einfach sein Mobiltelefon mit, hält es da entsprechend dran, dann läuft plötzlich dieser Dinosaurier durch die Gänge. Und es hat natürlich für alle noch mal einen ganz neuen Wert. Das heißt, wir können Objekte noch mal ganz neu inszenieren und ganz neu den Menschen vermitteln. Und hier ist ein ganz großer Fokus drauf. Und der letzte Punkt, unsere Landesmuseen. Hier haben wir natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Und deswegen erarbeiten wir zurzeit mit denen eine ganzheitliche digitale Strategie. Frau Kollegin Wissler hat auch um die langfristige Strategie gebeten. Genau um das geht es. Also bei unseren Landesmuseen fangen wir damit an. Wie gesagt, für alle gleichzeitig ganzheitlich geht nicht. Aber unsere Landesmuseen, da sind wir genau dran. Und da geht es wirklich um alle Bereiche. Also die Frage der Digitalisierung der Verwaltung, der Frage der Bestandsdigitalisierung, der Frage der Abbilder und der Frage am Ende noch der Vermittlung. Wie können wir eine ganzheitliche Strategie erarbeiten? Und parallel setzen wir sozusagen schon Projekte auf. Es wurde schon angesprochen, 3 Millionen € haben wir investiert im Rahmen der Strategie Digitales Hessen. Ich danke auch der Digitalministerin für die Unterstützung immer wieder in diesen Bereichen, die wir genau an der Stelle brauchen, und die Zusammenarbeit. Denn hier können wir wirklich eine Menge nach vorne bringen. Insofern, ich glaube, vieles ist auf einem guten Weg. Es stehen Fördermittel zur Verfügung. Die Museen sind mittendrin, der Museumsverband ist mittendrin. Und wir unterstützen diesen Prozess finanziell, strategisch. Und insofern, aus unserer Sicht ist eins klar, wir müssen die Digitalisierung für jedes Museum am Ende einzeln beantworten, in einem Konzept, was wir sukzessive erarbeiten müssen. Und eins ist mir wichtig bei dem ganzen Thema, Digitalisierung darf nicht zur trendigen Überschrift verkommen. Sie muss als Konzept angegangen werden, mit Vernunft, mit Leidenschaft, und dann schaffen wir es auch nachhaltig. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Damit sind wir am Ende der Beratung dieser Tagesordnungspunkte. Das sind die Tagesordnungspunkte 42 und 79 angelangt. Das ist der Antrag der Freien Demokraten mit dem Dringlichen Entschließungsantrag der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Wenn ich das hier richtig sehe, dann verweisen wir den in den WKA. Herr Bellino nickt, dann ist das so. Dann wollen wir dementsprechend verfahren.